Ich weiß nicht, wie Sie die vergangene Nacht geschlafen haben und wie Sie in den heutigen Tag hineingekommen sind. Und auch, freuen Sie sich auf den heutigen Tag? Haben Sie vielleicht auch Sorgen oder Kummer? Wir sind hier wieder im Guten Engel, einem Seelsorgetreff in Alberweiler in Oberschwaben. Und wieder habe ich etwas in den Blick genommen, einen Abfalleimer. Ja, echt, einen Abfalleimer. In den Abfalleimer kommt meistens Müll. Hier gebrauchte Bierdeckel, Abfallpapier, Verpackungen und vieles mehr. Abfalleimer, Mülleimer braucht man. Manche Haushalte und Einrichtungen haben sogar mehrere, damit man sortieren kann. Haben Sie sich auch schon mal Gedanken darüber gemacht, ob Ihre Abfallsortierung und Entsorgung richtig ist? Und damit meine ich nicht nur den Haushalt, sondern Sie bei sich selbst. Haben Sie Möglichkeiten, den täglichen Frust zu entsorgen, vielleicht auch Verletzungen, Narben aus der Lebensgeschichte zu entsorgen? Haben Sie menschliche Mülleimer, Entsorgungsstellen, vielleicht auch verschiedene für den leichten Frust und den mit dem großen Tiefgang? Ist ein Gebet für Sie auch manchmal Müllentsorgung? Einige Psalmen in der Bibel sind hervorragende Beispiele sinnvoller Müllentsorgung. Schauen Sie ruhig mal nach. Einen gesegneten Tag, Ihr Pater Alfred Tönnies.